So, hallo, ich habe gerade 36 Minuten ohne Ton aufgenommen. Und zwar diesmal komplett ohne Ton. Also da war nicht mal Ingame-Ton dabei, da war gar nichts. Ich weiß nicht, warum. So, ich habe OBS beendet, ich habe OBS neu gestartet und plötzlich Ton ist wieder da. Ich verstehe es nicht. Jedenfalls haben wir Folgendes getan. Nachdem beim Stern nichts Neues da war, haben wir von dem guten Boost Bo die Stress-Dinger angefangen. Der hat ja einmal hier Stressed Out Speedrun. Weil das ist auch interessant. Bei hochgeladenen Levels sind die neuen Stressed Out Speedruns noch gar nicht drin. Witzig. Okay, egal. Jedenfalls hat er ja ganz unten angefangen mit Stress-Free Mario. Und ihr seht schon, ich habe es geschafft. Ja, ich habe sie alle drei schon geschafft. Und ich dachte so, Stress-Free, okay. Stressful ist dann halt das Krasse. 2-2 haben wir ja schon gespielt von Stressful. Ne, das ist das Krasse. Und Stress-Free ist so angenehmes Platforming. Pustekuchen. Guckt euch diese Quote an. Ja? Guckt euch diese Quote an. Guckt euch diese Quote an. Guckt euch diese Quote an. Das ist überhaupt nichts mit Stress-Free. Das ist kompletter Stress. Und jetzt darf ich es nochmal spielen, weil ich es nicht aufgenommen habe. Also, nur Bild. Und nur Bild ist, kann ich echt euch, also, nur Bild kann ich euch erst recht nicht antun. Ich meine, jetzt weiß ich leider schon, wie es geht. Also, das Rausfinden erübrigt sich jetzt. Ich werde trotzdem, wie ihr seht, ganz oft sterben. Oh Mann, ich war so froh, dass ich es geschafft hatte. Jetzt bin ich so angepisst, weil ich. Es waren 36 Minuten und ihr wisst, wie es bei mir mit Zeit ist. Ich bin enorm, enorm empfindlich, wenn es darum geht, Zeit zu verschwenden. Ja, und was ist das jetzt gerade gewesen? Komplette Zeitverschwendung. Oh mein Gott, es läuft gerade viel zu gut. Das hat vorhin ewig gedauert, bis ich hier war. Ja, okay. Ersten Teil haben wir schon geschafft. Das sieht jetzt. Das ist natürlich ganz großartig. Das sieht jetzt super einfach aus, wenn ich spiele, weil ich es halt schon kenne. Ne? Das ist alles andere als einfach. Oh Mann. Aber es ist unglaublich, wie. Wow. Wow. Es ist. Ja, danke. Wenigstens ein Tod. Es ist unglaublich, wie gut es gerade läuft. Na gut, dann schaffen wir mehr Stress-Dings in einem Video, weil. Ne? Mann, aber das. Ach Mann, ich habe keine Lust, das eine Level nochmal zu spielen mit dem Greifhaken. Naja. Muss, was muss, das muss. Meine Schuld, dass sie es nicht aufgenommen hat. Oder OBS-Schuld, ich weiß es nicht. Aber ja. Ich habe es jedenfalls nicht kontrolliert vorher, keine Testaufnahme gemacht. Da habe ich den Salat. Jetzt schlägt es aus, jetzt nimmt es hoffentlich mit Ton aus auf. Ach, ärgerliches Zeug, ey. Ärgerliches Zeug. Aber was soll's. Spielen wir es halt nochmal. Oder ich mache einen kürzeren Part und spiele einfach jetzt so weit, wie ich in dem anderen Part gespielt hatte. Ja, nur weil es. Dann haben wir die gleiche Level gespielt und ist halt einfach der Part eher zu Ende. Oder ich brauche doch eh wieder für alles eine halbe Stunde. Kann natürlich auch sein. Wir wissen es nicht. So, hier muss man noch auf die Kugel und jetzt hat man es fast geschafft. Ein Sprung ist noch übrig. Und zwar der hier. Und wenn man da einfach gechillt bleibt, was ich dreimal nicht getan habe. Dreimal bin ich hier noch gestorben. Könnt ihr euch vorstellen, wie genervt ich da war? Dreimal bin ich bei dem Sprung gestorben. Einfach weil ich zu aufgeregt war. Aber wenn man gechillt bleibt, dann geht das alles voll klar. Naja, so. Habt ihr auch gesehen, vorhin waren es irgendwie 4 Minuten. Jetzt habe ich es in 1 Minute 29 geschafft. Also, ja. Stressfilm Nummer 1.2. Das ist tatsächlich ganz cool gewesen. Das ging auch recht flott. Das ging vorhin recht flott. Ich wette, jetzt wird es nicht mehr so flott gehen. Weiß ich doch jetzt schon. Ja, ich darf nicht warten. Ich muss direkt springen. Habe ich schon wieder vergessen. Aber das ist ein richtig cooles Level gewesen. Aber wie gesagt, es ging vorhin richtig schnell. Also nachdem ich den ersten Abschnitt geschafft habe, habe ich, glaube ich, den zweiten First Try gespielt. Das wird jetzt nicht mehr funktionieren. Ich sehe das schon kommen. Okay, aber so weit sind wir schon mal wieder.
Dann kommt jetzt nur noch der Sprung. Ah! Da bin ich vorher nicht gestorben. So. Der Sprung. Und jetzt muss man rennen. Aber auch das kein Thema. Und dann geht's hier hoch. Und jetzt kommt es nur noch hier hoch zur Röhre. Und das war's. So. Erster Teil geschafft. Und den zweiten Teil, wie gesagt, habe ich dann First Tried. Ich bin hier kein einziges Mal gestorben, glaube ich. Geht schon gut los. Oder bin ich einmal gestorben? Ich weiß es nicht. Also wenn ich mal gestorben bin, dann auf jeden Fall sehr selten. Ich sag ja, das wird jetzt nicht. Das wird jetzt nicht so schön funktionieren wie vorhin. Ärgerlich. Ärgerlich. Sehr ärgerlich. Aber es ist einfach vom... Nein! Oh, es ging vorhin so schön intuitiv bin ich einfach durch. Weil es ist genau auch so gebaut. Du kannst so schön intuitiv einfach durchspringen. Und jetzt wo ich es weiß, kann ich es nicht mehr. Mist. Mist! Jetzt brauche ich hier länger. Das ist doch dumm. Das habe ich beim ersten kürzer gebraucht und brauche hier deutlich länger. Das ist doch blöd. Ich kann es euch ja sogar beweisen, dass es bei mir recht schnell durchging, wenn ihr euch dann einfach die Zeit anschaut. So, das ist der letzte Teil. Jetzt geht es nur noch zum Ziel. Und wenn ich das jetzt struggle, dann werde ich... Nein! Ich wusste es. Und das habe ich vorhin nicht gemacht. Ich bin vorhin hier nicht gestruggelt. Dieser ganze zweite Abschnitt, der ist so simpel. Ihr seht es ja mal, ne? Die paar Sprünge. Dann noch der hier rüber und der hier hoch. Ach. Und dann ist man ja schon im Zielabschnitt. Das geht halt voll klar. Aber jetzt mache ich Blödsinn. Ach Mann. Wie ärgerlich. Das war vorhin so schön anzuschauen, ne? Dafür habt ihr jetzt meine Stimme. Herzlichen Glückwunsch. Weiß nicht, was besser ist. Oh, Mann. Ich überlege gerade, ob ich irgendwas Wichtiges erzählt habe, aber das habe ich tatsächlich nicht. Also es ist jetzt nichts, wo ihr... Ihr habt erzähltechnisch nichts verpasst. Nur halt meine Reaktion, meine erste Reaktion auf die Level. Die gibt es jetzt halt nicht mehr, weil ich halt die Level jetzt nun mal kenne. Tut mir leid. Da seht ihr das 1,36. Das ging so schön smooth durch, der zweite Abschnitt. Ach Mann. Naja. So. 1,3. Das Level hat mich anfangs verwirrt. Ich wusste erst nicht genau, wie es funktioniert. Der Teil ist jetzt natürlich wieder weg, dass ich nicht weiß, wie es funktioniert. Ne? Das ist klar. Das heißt, alles, was vorhin draufgegangen ist an Videozeit für rausfinden, wie das Level funktioniert, ist weg. Ich muss es nur noch wieder umsetzen können. Man muss erst hier runter, dann muss man hier rüber. Und jetzt muss man mit dem Spin-Jump weiter und hier kaputt und hier rüber und da rein. Jetzt wird er oft gedreht. Und jetzt habe ich schon wieder verhauen, weil eigentlich muss man direkt weiter. Ja, jetzt passt er nicht mehr. Man muss direkt rüber, dann passt er nämlich super. Dann passt der perfekt und dann kommt man bis zum Checkpoint. Und dann nach dem Checkpoint kommt eine... Ja, interessante Autoscroll-Passage, sag ich mal. Auch die habe ich erst überhaupt nicht verstanden. Aber das erkläre ich euch dann, wenn ich drin bin. Was Blödes, ey. Mich ärgert halt am meisten die Zeit, die dafür jetzt wieder drauf geht. Weil ich wollte nur einen Part aufnehmen. Das habe ich doch am Ende des Parts vorhin gesagt. Ich will nur kurz einen Part aufnehmen. Ich habe nicht so viel Zeit. Und jetzt sitze ich hier und nehme den in Anführungszeichen zweiten Part auf, der aber nach wie vor ja der einzige Part ist, den ich heute aufnehmen will. Aber zeitlich ist es halt der zweite Part. Es ist so dumm. Ey, weh, es ist jetzt ohne Ton wieder. Dann lasse ich es. Dann gibt es einfach keinen Part am Montag, am Dienstag. Dann habt ihr halt Pech gehabt. So ein Blödsinn.
hasse... Oh nein, das reicht nicht. Ich hasse Zeitverschwendungen. Ja, hier ist jetzt halt, wie gesagt, die Umsetzung noch das Schwierige. Ich weiß, wie es geht. Krieg's nur nicht umgesetzt. Wieso bin... Ich bin da noch nie da oben hängen geblieben. Noch nie. Was mache ich jetzt für neue Fehler auf einmal? Das gefällt mir nicht. Im Hinblick auf den zweiten Teil vor allem, wenn ich da auch wieder neue Fehler mache. Weil ich habe so eine schöne Taktik jetzt, um durchzukommen. Ich hoffe, die funktioniert... Oh nein! Ich hoffe, die Taktik funktioniert jetzt überhaupt noch. Weil ich mache gerade neue Fehler. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Gut, jetzt kommen wir hier durch. Und jetzt, wie gesagt, direkt beim Zurückschwingen alles mitnehmen. Dann funktioniert's. Perfekt, wollte ich sagen. An dem Koopa bin ich noch nie gestorben. That never happened before, TM. An dem Mancher bin ich auch noch nie gestorben. So, direkt zurück. Gut. Nicht an den Mancher sterben. Alles gut. Zweiter Teil. So, der zweite Teil hat nur mit den Claws zu tun. Man muss hier direkt reinschwingen, man muss hier direkt hochschwingen. Und das sieht jetzt simpel aus. Das rauszufinden hat erstmal ganz schön lange gedauert. So, und jetzt hier kann ich dann hoch. Ah, und da muss man aufpassen, dass man nicht drüber in den Mancha schwingt. Das ist nochmal ein bisschen gemein gebaut. Aber ja. Bis ich hier verstanden habe, dass ich das direkt, indem ich so reinschwinge, hier hochkomme. Weil das war nämlich jedes Mal super knapp mit dem Feuer. Und hat nie funktioniert ordentlich. Aber jetzt hat es besser geklappt. So. Und wenn ich jetzt zurückschwinge, dann kann ich da hoch. Und wenn ich jetzt ein bisschen zurückschwinge, dann kann ich da hoch. Und da oben... muss ich jetzt nur noch warten. Bis es wirklich passt. Jetzt passt's. Oh, es ist so gut. Oh, es hat auf Anhieb geklappt. Nice. Und alles, was jetzt noch kommt, ist der Goomba-Sprung. Ey, wenn ich das jetzt versaue, ich raste aus, ne? Nice. Yes. Okay, jetzt haben wir 12 Minuten gebraucht für das, was ich vor 34 Minuten gespielt habe. Dann sehen wir immerhin jetzt halt mehr in diesem Part. Ist okay. Dann sehen wir in dem Part jetzt halt immerhin mehr. Meinetwegen. Ach, ist das ein Zeug. Ja gut, dann machen wir weiter mit Stressfeed 2.1. Tja. Sit back and enjoy the switches. Okay, vorhin hieß es noch sit back and enjoy the jumps. Also, 2.1 beschäftigt sich jetzt mit Switches, ja? Und wir nehmen auf. Er schlägt aus. Gut. So, okay, hier runter. Also ab jetzt ist alles neu, ne? Ab jetzt ist wirklich wieder blind. So, die ersten drei waren jetzt halt nicht blind, die habe ich ja nachgespielt. Aber es ging zum Glück jetzt recht fix. Es ist halt trotzdem ärgerlich, dass ich 37 Minuten meiner Lebenszeit wieder einfach komplett verschwendet habe. Okay, okay. Rutschen! Das ist ein ganz schön langer Abschnitt. So langsam hätte ich dann ganz gerne... ekelhaft. So langsam hätte ich dann ganz gerne den Checkpoint. Okay. Wait! Ach so. Okay, da kommt bestimmt jetzt der Checkpoint in der Röhre. Oh, das war ein langer Abschnitt. Meine Herren. Das war ein echt langer Abschnitt. Uff.
Oh boy. Ja, das habe ich zu spät gesehen. Okay, alles klar. Puh. Ups. Ah, nicht zu schnell. Okay, jetzt war ich sogar zu schnell. Null. Ja, wenn man es weiß, spielt man wieder anders. Also nicht ganz so schnell dahin, aber wissen, was kommt, damit man drüber springen kann. Tschüss. Wir bleiben rot. Red, blue, ja. Ah, okay, jetzt kann ich auch sehen, was die andere Wahl gewesen wäre. So haben wir also ein paar Sägensprünge. Ein bisschen Feuer. Das da unten sieht aber auch machbar aus. Jetzt ist die Frage, wie wir zurück... Okay, das Zurückgehen ist unangenehm beim ersten. Das Zurückgehen ist unangenehm, muss ich gestehen. Das hier geht alles klar. Das ist... simples Platforming, wollte ich gerade sagen. Und dann war es vorbei mit simplem Platforming. Okay, dann choosen wir Blue. Blue. Wait, wie soll ich denn... Okay. Ah, das ist deutlich angenehmer. Aber millionenmal angenehmer. Null. Da kann ja gar nichts schief gehen. Da kann ja gar nichts schief gehen. Okay. Nicht sicher, ob das gut war, dass der den jetzt nochmal ausgelöst hat, aber wir werden sehen. Ach so. Ja, mach, was du willst. Eieieiei. Gut. Dann haben wir jetzt schon mehr geschafft als im vorigen Video. Videotechnisch ist es also gut. Zeittechnisch für mich ist es alles kacke. Weil ich gerade eigentlich zu einer Zeit aufnehme, in der ich gar keine Zeit mehr habe. Muss jetzt noch gehen. Enjoy the close calls. Uff. Das klingt nicht gesund. 0,69% klingt auch nicht gesund. Und 1 Minute 5 Weltrekord gefällt mir auch nicht. Okay. Also soweit sieht es aber okay aus. Das habe ich vorhin auch gesagt. Das hier sind alles Level. Die sind zwar schwer, aber man kommt halt Stück für Stück voran. Na, immer so ein kleines bisschen kommt man voran. Und solange ich das Gefühl immer habe, ich kann das Level schaffen irgendwann, spiele ich es halt. Ich habe vorhin erst überlegt, sollen wir dann überhaupt sowas hier spielen, weil es jetzt ja doch wieder vom Niveau her in eine Richtung geht, die ich eigentlich... Ho, Junge! Wait, was soll ich da? Hä? Da oben sind Stacheln. Hä, was soll ich da machen? Da muss irgendwas über den Stacheln sein, dass ich da nicht in die Stacheln rein... Mist. Dass ich da nicht in die Stacheln reingerate, sonst wird es nicht funktionieren. Da muss irgendwas sein. Aber ich weiß nicht was. So, kommen wir jetzt wieder mal nach hinten. Das sieht doch ganz gut aus. Okay. So. Ach, Donuts! Nee.
kann ich sogar einfach stehen. Okay. Na, und dann, das ist immer das Kritische. Das ist immer das Kritische. Man weiß immer nicht, wann läuft man jetzt nach rechts. Und dann ist es zu spät. So wie hier auch. Ja! Ah, man drückt immer zu bald. Man drückt einfach immer zu bald. Was heißt Mann? Ich. Komm schon. Aua. Jetzt habe ich mir hier meine Ferse angeschlagen. Habe ich das jetzt wieder geschafft? Oh. Why you do this to me? Don't do this to me. Komm. Geh heim. So. Der Teil geht eigentlich klar. Das ist automatisch. So. Ach, das fährt rüber. Ich dachte, das fällt runter. Das habe ich falsch eingeschätzt. Mist. Mist. Da war die Röhre. Das heißt, da kommt der Checkpoint. Da kommt der Checkpoint. On the way to Checkpoint. Nein, ich hasse es. Oh, warum schaffe ich das nicht? Warum schaffe ich das nicht zu warten? Es sind wirklich Close Calls, also puh. Muss man zugeben, mit dem Namen hat er nicht gelogen. Das sind wirklich Close Calls, meine Herren. Sind diese sind diese Calls close? Oh, das habe ich noch nie gemacht. Aber nur weil ich jetzt Blödsinn geredet habe. Das hat mich abgelenkt. Von mir selbst. Oh, das war knapp. Oh, oh. Reicht das? Reicht das? Reicht das? Ja. Okay. Checkpoint. So, das waren die ersten Close Calls. Weiter geht's im Programm. Ach so, der fährt... Okay, der fährt dahin und dann fährt er darüber und dann... Igitt, ich sehe schon, was da passiert. Bäh. Will das nicht. Ach ja, da sollte ich vielleicht abspringen. Und dann muss ich da auf dem Stück ohne Manche... Achso, der lässt den Manche da ja liegen. Der kommt ja ohne Manche drüber. Dann ist es doch nicht ganz so schlimm. Ich muss nur später hoch. No. No. Why though? Why though? Come on. Das muss doch nicht sein. Ah!
Das sind Fehler, die ich nicht sehen möchte bei mir. Möchte das jetzt nicht mehr sehen. Siehst du? Geht doch. So. Und jetzt fährt der runter und jetzt geht's darüber und darüber und darüber und dann auf den und dann, keine Ahnung. What? Damit habe ich nicht gerechnet. Da kommt ein Maul raus. Okay. Oh, jetzt geht das wieder los. Aber wir sind weitergekommen. Wir sind ein Stückchen weitergekommen. So. Nein! Ich hab die Stachel vergessen. Schätze, ich bin zu spät abgesprungen, beziehungsweise eben nicht abgesprungen. Oh Gott. Schätze, an der Stelle sterben relativ wenige. Nani? Ach Mann, lass mich doch einfach darüber. Ich habe ja verstanden, dass es in dem Level darum geht, dass alles super knapp ist. Hab das ja verstanden. Musste mir nicht immer wieder so. Keine Ahnung. Da es sind keine Stacheln drunter. Ich wollte gerade sagen, keine Ahnung, wie es dann weitergeht, aber jetzt haben wir eine Ahnung. Das ist ja schon mal was. So, lass mich rüber. Ich möchte sehen, wie es da weitergeht. So, jetzt fällt der da hin und dann fällt der... Ja, hä? Was soll ich dann tun? Ich verstehe die Stelle nicht diesmal. Das ist das erste Mal, dass ich in den Leveln nicht verstehe, wie es weitergeht. Was soll ich da hinten tun? Ich will nach hinten. Da wäre ich schon wieder hier. Wäre ich schon wieder wild hier. So. Also wir lösen den auf. Ja. Pff. Wir lösen den aus. Dann springen wir rüber zu dem Mole. Dadurch springen wir da rein. Aber dann ist ja Schluss. Irgendwas muss da noch passieren. Irgendwas muss sich da noch auslösen. Ich weiß aber nicht was. Ach nee, ich doof. Ich muss... Ja. Ich muss mit der Plattform runter. Schon verstanden. Ich muss mit der fallenden Plattform runterfallen und dann auf die blauen Blöcke zurück. Basuf. So. Jetzt springe ich hier rüber. Und jetzt fährt da unten ja noch das Ding. Und jetzt komme ich da drauf zurück. Und jetzt habe ich keine Ahnung, was kommt. Nein! Ich wusste es halt nicht. Ach, Mann. Aber verstanden. Gut. Das ist wieder dieser berühmte Fortschritt, von dem immer alle reden.
Jetzt sind wir bei einer halben Stunde, wo wir vorhin gerade mal in der Mitte von Level 3 waren, vom ersten Teil. Uff. So haben wir jetzt 2 Level mehr gesehen in dem Part, das ist auch in Ordnung. Vorausgesetzt, wir schaffen das hier noch. Das ist natürlich eine wichtige Voraussetzung, nicht wahr? Och Mann, das nervt, dass ich hier vorne sterbe. Will das nicht. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Plopp. So. Nein, sorry. Jetzt mache ich wieder die Scheiße. So, zack. Runter. Ich muss... Boah, der zweite Teil ist echt böse. Oh, vor allem dieser scheiß Sprung hier. Jetzt kommen wir wieder hier hoch. Das ist doch schon mal was. So, und jetzt einfach... Go, go, go. So, was kommt jetzt noch? Oh Gott. Der fällt dann halt runter am Ende, ne? Okay, Checkpoint. Direkt vorm Ziel. Wenn jetzt hier keiner gewesen wäre, ich schwöre, ich hätte den Sprung verhauen. Ich schwöre. Oh. Ich bin mir ganz sicher, dass ich den Sprung verhauen hätte, wenn da kein Checkpoint war. So hatte ich jetzt die Ruhe komplett weg, ne? Da konnte ich jetzt komplett gechillt springen, weil der Checkpoint war ja da. Aber wenn da keiner gewesen wäre, ich wäre so vor Aufregung einfach reingerannt. Eieiei. So. Sit back and escort the swamps klingt natürlich super toll. Schauen wir uns dann beim nächsten Mal an, wenn nicht irgendwelche neuen Sachen da sind, würde ich erstmal dieses Stress-Dings-Reihe weiterspielen. Jetzt sind es ja mittlerweile 5 Level, die wir in einem Part hatten. Vorhin waren es 3 Level. Also, boah. Part-technisch, wie gesagt, war es okay, war es gut. Ich finde es nach wie vor merkwürdig, dass hier bei den hochgeladenen Leveln hört es bei Speedrun 2.4 auf. Aber wenn man mal genau hinschaut, hat er ja schon bis zu... Oh. Das spielen wir schnell noch. Das ist jetzt aber wirklich, während ich hier aufgenommen habe, ist das jetzt aufgetaucht. What? Hey, was soll ich hier tun? Ich könnte ihn hier mitnehmen. Soll ich den mitnehmen?
Oder mache ich jetzt alles kaputt? Ach so. Das hätte ich tun sollen. Okay, ich hätte es also kaputt gemacht, indem ich den mitnehme. Das heißt, das Ding kann man relativ easy breaken. Dann habe ich den jetzt einfach nicht dabei. Zack. Zack. Sehr schön. Okay. Och ja, war doch ganz lustig. So. Huch, wollte ich nicht. Das war völliger Quatsch. Wie bin ich vorne an den Pau hier rangekommen? Ich habe die irgendwie ausgelöst, ne? Genau so. Ach so. Ich bin doof. So, wir nutzen den Cheese aus. Nein! Ich habe den Cheese versaut. Mist. Hä? Jetzt hat er das nicht durchgezogen. Okay. Es ist lustig, dass man die so auslösen kann, ne? Aber das kann er im Prinzip ganz einfach fixen, indem er sagt, hier, die Tür ist genauso wie da unten, eins höher, dann kommt man einfach in den Raum nicht mehr zurück. Dann hat sich das auch schon erledigt. Jetzt ist er nämlich auch schon ausgelöst. Und jetzt macht man sich das Leben damit etwas leichter. Okay. Also würde man relativ einfach fixen können, den Break. Einfach die Tür eins höher setzen, dann komme ich nicht mehr zurück. Cool. Gut, hier steht ja auch Delete Zone, also wahrscheinlich ist das nur ein kleines Testlevel. Genau, aber was ich eben sagen wollte, hier sind die Stressed Out Speedruns 3.1 bis 3.4. Aber wenn man auf seinen Kanal geht, hört es eben hier auf. Muss ich wahrscheinlich aktualisieren, sind die dann da? Ah! Ja, dann habe ich nichts gesagt. Hat sich erledigt, danke fürs Zuschauen. Und tschüss.